Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wissen Sie, welche Art von Menschen hier in die Wölblinstraße in Lörrach einziehen sollen? Die Wahrheit erfahren Sie in diesem wichtigen Beitrag. Menschen sind Stand 28. Februar 2023 nach Information von Schwarzwald TV bei der Wohnbau Lörrach auf der Warteliste. Warum sollen dann langjährige Mieter, jung und alt, ihre günstigen Wohnungen gekündigt bekommen, damit Flüchtlinge einziehen können? Dass die Wohnungen nicht abgerissen werden sollten, ist ja mittlerweile bekannt. Diese sind nur 50 Jahre alt. Die Lüge von Lörrach wird keiner so schnell vergessen, auch wenn es in anderen Städten bereits ähnlich abläuft oder vielleicht noch ablaufen wird. Sollen tatsächlich Geflüchtete aus der Ukraine Unterschlupf bekommen oder werden es wie zum Beispiel in Totmos vorwiegend junge Männer aus fernen Ländern wie Afghanistan, Syrien und Marokko sein? Migranten, die vorwiegend auf illegalem Wege nach Deutschland eingedrungen sind, um den Frieden zu stören. Die Straftaten sind nachweislich vielerorts gestiegen. Mehrere hundert Straftaten wurden von Bewohnern der Freiburger Landeserstaufnahmeeinrichtung, kurz LEA, von Herbst 2022 bis Januar 2023 ausgeübt. Der Zaun soll nun höher gebaut werden. Wird die Landeserstaufnahmeeinrichtung nun zum Knast, dass die Geflüchteten nicht mehr weiter flüchten können? Zuletzt wurde ein 26-Jähriger krankenhausreif geschlagen. Hier werden solche Leute einziehen, wie der Afghane, der Anfang Februar mit der Straßenbahn von Basel nach Weil am Rhein erneut einreiste, obwohl er eigentlich in seinem Heimatland noch eine Haftstrafe absitzen sollte. Verurteilt worden war, weil er 2018 in Deutschland ein 6- und 8-jähriges Nachbarkind schwer missbraucht hatte. Einziehen werden hier Leute wie die Killer von Brockstedt, von Illerkirchberg, von Ludwigshafen oder Asberg. Größtenteils illegale Einwanderer, viele junge Männer aus überwiegend muslimischen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas. Diese Leute haben in der Regel nichts in unserem Land verloren. Sie werden meistens in ihrer Heimat nicht politisch verfolgt und sie reisen nahezu ausschließlich über sichere Drittstaaten nach Deutschland ein, womit sie laut Grundgesetz selbst bei tatsächlicher Verfolgung keinen Anspruch auf Asyl haben. Darum stoppt die illegale Masseneinwanderung in Deutschland. Jetzt sofort.